Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Full Face mit Lookfantastic Produkten, also Produkten aus dem Lookfantastic Online Shop. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe jetzt eine Kooperation mit Lookfantastic, Leute. Das ist so cool. Im letzten Vlog hatte ich euch das, oder in meinem ersten richtigen, echten Weekly-Vlog-Gedönsen hatte ich euch das nämlich gesagt, dass ich auch dort einfach mal hingeschrieben habe und gefragt habe, Mensch, wollen wir nicht mal zusammenarbeiten? Und tatsächlich hat das funktioniert. Das heißt, ich kann euch auch einen Code mit an die Hand geben. Ich habe einige Produkte hier neu, manche habe ich einfach schon ein bisschen länger da, wie zum Beispiel hier von Byteri den Hyaluronic Hydra Primer. Den hatte ich mal in einem Adventskalender drin gehabt und ja, ich möchte zum einen dann bestehende Produkte mit euch zusammen verwenden, als auch alte Schätzchen, dass ihr einfach mal einen Einblick bekommt, was man dort überhaupt kaufen kann. Denn im Lookfantastic Online Shop bekommt ihr sowohl High-End-Produkte, wie jetzt bei Terry zum Beispiel, als auch Drogeriemarken, wie Revolution. Bis zum 19. März könnt ihr mit dem Code CLAUDIWELT 20% auf nicht reduzierte Produkte sparen und nochmal zusätzlich zu den bereits reduzierten Produkten 11% Rabatt bekommen. Also, ne, schaut gerne mal in der Infobox vorbei, da habe ich euch das auch alles verlinkt. Dann habe ich hier von IT Cosmetics die CC Plus Nude Glow Foundation Color Correcting Medium Coverage Skin Tint. Wow, ja. Fair Beige ist die Farbe, die ich mir ausgesucht habe. Ich hoffe wirklich, dass hier die Farbe passt. Mal gucken. Oh, könnte sein, weil ich habe auch nur diese Online-Swatches natürlich gesehen. Natürlich nehme ich hier den IT Cosmetics Foundation Brush. Den habe ich mir aber mal selber gekauft. Vielleicht ein Müh zu dunkel. Ja, wenn ich die so den Hals runterblende, dann geht das auf jeden Fall, ne? Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht ein allzu tief ausgeschnittenes Ding nehme, denn man sieht den Unterschied definitiv. Was mich hierbei einfach begeistert, ist, wie das mit der Haut verschmilzt und wie einfach die Foundation wie Haut aussieht. Und das sieht wirklich toll aus. Ich habe das nur mit dem Pinsel jetzt eingeblendet und das ist wirklich so eine schöne Color-Correcting-Geschichte, also so ein Hauch von. Das ist für mich auch wirklich ein Skin-Tint. Das ist keine Foundation, das ist einfach, ja, einfach mal eine bisschen besser aussehende Haut, hautperfektionierte Geschichte, ne? Als nächstes habe ich hier den Banana Lowlighter von Rodial. Den habe ich mal letztens als Goodie irgendwo mit dabei gehabt und habe mir gedacht, den kann ich doch jetzt mal ausprobieren. Sehr wässrige Konsistenz, aber irgendwie mag ich das. Das sieht also schnell, ne? Das sieht schnell ausgeblendet aus, genau. Wow. Ne, ich finde, dass man hier wirklich auch so einen natürlichen Effekt hat. Also das sieht alles sehr natürlich jetzt in meinem Gesicht aus, was ich echt begrüße. Und dann kommen wir jetzt mal zu MAC Paint Pot in der Farbe Painterly. Das ist einfach jetzt eine Lidschattenbase. Und die kann man theoretisch auch ganz easy peasy verwenden als Creme-Lidschatten. Und die Farbe Painterly ist halt für meinen Teint ganz gut geeignet, weil ich habe ja einen neutralen, kühlen Hautunterton. Und man sieht es halt, ne, es ist sehr deckend. Es deckt dann auch die blauen Äderchen an meinem Augenlid ab. Kommen wir zu dieser wunderbar aufregenden Geschichte von Natasha Denona. Diese neue Palette, die ich jetzt in verschiedenen Steps verwenden kann. Das ist die Love Face Palette. Ja, da haben wir zum einen 5 Lidschattenfarben mit dabei. Dann haben wir einen Creme Blush und einen Puder Highlighter. Also die wird uns jetzt ein paar Mal öfters bei diesem Schminke über den Weg laufen. Und ich starte doch einfach mal mit dem Creme Blush. Da ist eigentlich der Foundation Pinsel ein bisschen zu groß für, aber ich versuche es einfach mal, dass ich direkt hier mit dem Pinsel so reingehe. Und der ist, oh mein Gott, sehr passend zu meinem Oberteil, sehr pink, sehr, sehr pink. Was ist denn hier los? Okay, krass. Wenn man den ausblendet, dann geht das klar. Ich hatte jetzt erst im ersten Moment gedacht, holla die Waldfee, was geht denn hier ab, ne? Aber ja, ja, es ist halt ein Creme Blush. Interessante Farbe. Also nur Leute mit wirklich sehr kühlem Hautunterton werden dazu greifen wollen, zu diesem Blush. Ansonsten muss man ein bisschen aufpassen, weil der schon die Foundation auch abträgt, wenn man den so ausblendet. So sehr fahre ich jetzt nicht auf den Blush ab. Zeit, erstmal den Haarreifen aufzusetzen. Den hatte ich ganz vergessen und ich wundere mich, warum meine Haare mir die ganze Zeit auf den Keks gehen. Fahren wir fort mit dem losen Puder Laura Mercier Translucent Loose Powder. Das ist so, weiß ich nicht. Ich habe vor 5 Jahren mit YouTube ja ungefähr angefangen, ne? Und da war das halt mega angesagt. Mittlerweile reden da nicht mehr so viele von. Arbeite ich dann immer so in den Pinsel ein, wenn ich das fürs ganze Gesicht verwende. Und dann starte ich unter den Augen, um die Augen drumherum und gehe dann im Prinzip mehr oder weniger so in kreisenden Bewegungen übers ganze Gesicht.
Oh, da hinten juckt's. Oh. Kommen wir jetzt zu einem sehr, 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 sehr hochpreisigen Schätzelein. Und zwar von Chantecaille. Das ist eigentlich eher so ein Finishing Powder. Ne? Das gibt man halt drüber, nachdem man abgepudert hat. Das kann man auch drüber machen, wenn man schon Blush Bronzer Highlighter verwendet hat. Ich verwende solche Finishing Powders tatsächlich für mich immer lieber, nachdem ich abgepudert habe. Ja, das ist sehr, sehr teuer. Und das sieht einfach sehr schön aus. Und die Frage ist halt wirklich, macht es einen Effekt? Also wenn ich so mit dem Finger durchgehe, habe ich auch so einen ja, leicht pudrigen, angenehmen, ne? Und das ist so ein Blurring-Produkt. Das heißt, ich mache den Pinsel hier kurz im Handtuch ein bisschen sauber, gehe dann einmal durch das Puder und dann ja, sanft über mein Gesicht in der Hoffnung, dass es einen Weichzeichner gibt. Mal schauen. Jetzt habe ich das auf dieser Seite mal aufgetragen. Was meint ihr? Habe ich hier einen leichten Weichzeichner-Effekt? Ein ganz kleines bisschen schon, ne? Interessant. Braucht man dieses Puder in seinem Leben? Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin einfach froh, dass ich es jetzt habe. Kommen wir zu einem Bronzer. Da habe ich hier NARS, den ganz klassischen Laguna am Start. Der hat auch einen leichten Schimmer mit drin. Da muss man ein bisschen vorsichtig mit sein, weil der doch gar nicht mal so wenig pigmentiert ist. Ihr seht es, ne? Der geht schon ab. Und auch hier, er hat seine Daseinsberechtigung, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, den braucht ihr unbedingt in eurem Leben. Ja, weil er für mich persönlich halt auch ein bisschen kompliziert anzuwenden ist, ne? Wahrscheinlich, weil ich einfach dafür vom Ton her ein kleines bisschen zu hell bin und er dadurch etwas schneller fleckig wird. Nun ja, ich habe hier jetzt ein Schätzelein, was ich einfach allein von der Optik her bombastisch finde. Und zwar von Too Faced die Natural Face Palette. Davon habe ich auch die Lidschattenpalette, die sehr neutral ist. Und diese Natural Face Palette kannst du halt, ja, das ist eine Blush Bronzer Highlighter Palette. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel das Sunny Honey nehmen, um dann den Bronzer vielleicht noch ein bisschen auszublenden. Aber nee, ich möchte jetzt ein Blush verwenden, da nehme ich Pink Wink. Der hat auch einen leichten Schimmer mit drin. Und den trage ich mir entsprechend hier auf. Super, super schöne, softe Geschichte. Also ich mag einfach diese Reihe von Too Faced. Das ist sehr, sehr gute Qualität. Hier könnte ich auch den Highlighter, wie gesagt, draus nehmen, aber ich wollte nur die Blatten der... Für den Highlighter greife ich jetzt wieder hier zu der Natasha Denona Palette. Das ist der Dream Glow. Ein güldener Highlight-Ton, den ich jetzt mal hier mit so einem Pinsel auftrage. Okay, ja, schön. Und mir fällt auch gerade auf, ich kann den natürlich auch gleich in meinen Lidschattenlook integrieren, ne? Das ist super. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein mega krasser Highlighter ist. Er ist halt da, er ist schön, er ist okay. Aber es gibt definitiv schönere Highlighter. Auch Natasha Denona hat schönere Highlighter. Wobei Schönheit grundsätzlich im Auge des Betrachters liegt, ne? Ich mag es halt lieber, wenn man eher so eine Spiegelfläche auf dem Gesicht hat. Der hier hat halt wirklich schon recht sichtbaren Glitzer und Schimmer. Für die Augenbrauen verwende ich von NYX Professional Makeup den Micro Brow Pencil in der Farbe Blond. Eine Seite kannst du rausdrehen, auf der anderen Seite hat man ein Spoolie. Oh no! Was ist das denn für eine Farbe? Das sieht... Also... Ich... Wahnsinn! Das ist doch nicht blond, Leute. Das sieht aus wie das, was Julius in der Windel hat. Nein. Seht ihr das? Das ist gelb. Was ist das für ein Blond? Das ist doch kein Blond. Einfach nein. Alternativ habe ich jetzt hier von Too Faced den Super Fine Brow Detailer Ultra Slim Brow Pencil in der Farbe Taupe. Ja, das sieht doch mehr nach meiner Haarfarbe und Augenbrauenfarbe aus. Ne? Ja, ist auch ein schönes Produkt. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist auch sehr fancy mit diesem Herzchen hier hinten dran. Ein Traum. Ich fixiere die Augen. Upsala. Klebte leider gerade am Tisch, weil hier unten Klebekram ist. Mit Revolution, Make-up Revolution London, dieser Brow Glue, der ist so genial, Leute, muss ich wirklich sagen. Der ist richtig, richtig, richtig festtackernd und ja, ersetzt vieles im High-End-Bereich, um das mal so zu sagen. Jedenfalls für mich. Und ja, da ist halt gut Produkt drin. Gut, das Bürstchen ist ein bisschen groß, ne? Da muss man halt schauen. Ich mit meinen drei Augenbrauenhärchen habe da ein bisschen, ja, ich treffe mehr die Haut, als dass ich meine Härchen treffe, sage ich jetzt mal, ne? Wenn ich das so durchkämme. Aber es ist ein gutes Produkt, was ich wirklich empfehlen kann. Dann widmen wir uns jetzt mal den Lidschatten, die wir hier in der Palette finden, also den 5, und dann nehmen wir auch noch den Highlighter mit dazu.
Mit Juliette, das ist dieser schöne Rosé-Ton, bastel ich mir zuallererst mal so eine, ja, ne, Geschichte, dass ich das sowohl in die Lidfalte dann so reingebe, als auch dann auf dem kompletten beweglichen Lid verteile. Es ist einfach erstmal so eine Basis. Habe mich gerade dazu entschieden, dass so ein Klebestreifen-Look doch mal wieder eine ganz nice Geschichte wäre, oder? Dann nehme ich mir jetzt den Ton Esme, das ist dieser wunderschöne Viva Magenta-Ton. Und den setze ich mir hier außen hin und gehe dann in so Pinselstrichen immer Richtung innen. Dadurch blende ich den dann natürlich auch in das Rosa mit rein. Und dann gehe ich in den Ton Aiko rein, das ist dieser ganz dunkle Pflaumeton. Da aber nur ganz vorsichtig und den setze ich mir nur hier wirklich direkt an der Kante an. Hier wird er gerade ein bisschen fleckig, das heißt, da blende ich dann nochmal mit den anderen beiden Tönen Esme und Juliette ein bisschen rum, um das Ganze etwas wieder zu retten. Nun ja, das wäre dann quasi das Matte hier oben auf dem Lid. Dann kann ich die Viecher hier schon mal abziehen. Oh. Da bin ich ein bisschen eskaliert. Ich finde das einfach schön mit dieser Kante, ne? Dann kriege ich das hier unten jetzt weg. Mit dem Finger? Mit dem Schwamm? Mist. Mit dem Schwamm. Dann nehme ich mir hier den Ton Jiddy. Das ist dieser hier. Für den unteren Wimpernkranz. Ein kleines bisschen von dem Aiko gebe ich mir auch noch nach außen am unteren Wimpernkranz hin. Jetzt versuche ich den Ton Affinity aufzugeben. Das ist ja dieser Schimmerton, der bei den Lidschattenfarben mit am Start ist. Und den setze ich mir einfach auf mein komplettes bewegliches Lid so drüber. Ja. Den Highlighterton Dream Glow gebe ich mir zum einen ganz vorsichtig hier in den Innenwinkel und auch unter die Augenbraue hier. Und dann haben wir hier einmal den Look. Kann man machen. Vor allem, wenn man das mit diesem Tape macht, ne, hat man da auch diese schöne Kante. Das lüftet das Ganze auch noch und macht das Ganze auch ein bisschen tragbarer. Also ich habe jetzt hiervon alle Farben verwendet aus der Palette. Muss sagen, den Blush brauchst du jetzt nicht unbedingt, aber er ist okay. Und ansonsten kann man damit auch einen schönen Augenlook zaubern. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Dann verwende ich jetzt einen Eyeliner. Und zwar von Aieko, den Liquid Eyeliner Black Magic. Der ist so großartig. Ja. Der hat eine ganz tolle Pinselspitze und damit ziehe ich mir jetzt einen Eyeliner. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass Urban Decay sich aus dem deutschen Markt zurückziehen wird. Aber ich hoffe einfach, dass durch Look Fantastic die Marke weiterhin für uns zugänglich bleibt. Hier habe ich jetzt das All Nighter Setting Spray. Ist in so einer Sonderedition, ne? Und es ist einfach eins der Setting Sprays, würde ich mal so sagen, ne? Die einem das Make-up auch wirklich gut fixieren. Wir hatten ja eben schon ein Produkt von IT Cosmetics, da gibt es jetzt noch ein weiteres und zwar die Lash Loving Volumizing Mascara Hello Lashes Plus oder Hello Plus Lashes, keine Ahnung. Das ist ein ganz aufregendes Bürstchen und auch die Verpackung ist ganz speziell, also ne, fällt auf jeden Fall auf, wenn man diese Mascara bei sich irgendwo stehen hat, muss ich sagen, weil das nicht dieses klassische Mascara-Mascara-Design ist. Und das Bürstchen ist ein Gummibürstchen, was gerade ist, aber das hat oben nochmal so Zacken, sodass man quasi die unteren und die äußeren Wimpern damit ein bisschen besser definieren kann. Riecht nach Mascara. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Mag ich gerne leiden, ja. Ich war ja schon Fan von der Superhero-Mascara. Und die hier finde ich auch großartig. Also die Superhero Mascara ist, glaube ich, eine Faserbürste und das hier ist jetzt eine Gummibürste. Das sieht schon gut aus, ne? Kann man nicht anders sagen. Nicey Spicy. Hätte ich nicht erwartet. Gewünscht, ja. Aber erwartet hatte ich es jetzt so nicht. Ja, Augenlook ist ready. Dann kommen wir jetzt mal zum krönenden Abschluss. Schmuck habe ich jetzt gerade nicht oben, da müssen wir jetzt leider mal ohne auskommen. Aber zuallererst habe ich jetzt als krönenden Abschluss den Velvet Teddy von MAC. Das ist einfach so ein ganz klassischer Lippenstift, den wir doch alle noch von ganz früher kennen und sehr gerne mögen. Denn durch seine neutrale Farbe passt er im Prinzip zu jedem Augenlook, egal wie man sich so schminkt. Ob dezent oder intensiv, ob so, ne? Wie auch immer. Und
Wow, gut, Claudi. Ja, und der fühlt sich einfach schön an. Und zu guter Letzt habe ich hier ein Parfum, und zwar von Moschino, das Toy 2. Eau de Parfum, 10 Milliliter. Da ist natürlich Jasmin mit drin und ich liebe diesen Duft. Also ich habe ihn im Haul auch schon ausprobiert. Wahnsinn. Und es ist 10 Milliliter, aber trotzdem haben wir oben dieses süße Bärchen drauf und das feiere ich einfach, ne? Es ist so schön. Und jetzt kommt er auf meinen Körper. Oh. So ein schöner Frühlingsduft, den kann man sich definitiv mal angucken. Mag ich super gerne leiden. Und ja, das war jetzt hier einmal mein Full Face mit Look Fantastic Produkten, also Produkten aus dem Look Fantastic Online Shop. Und dann würde ich einfach mal sagen, wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!